Moinsen Leute und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Kommentar hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht hier einen Modern Warfare 3 Gameplay und die Ausnahme davon ist, dass es von mir erspielt ist. Und so habe ich dem Spiel am Sonntag nochmal eine Chance gegeben und hab's mal ein bisschen, ja, gezockt und ich muss sagen, es hat mich überrascht. Also jetzt, wo der Region Lock weg ist und man mit der ganzen Welt spielen kann und ja, mit den Patches, wo ein paar Sachen ja genervt wurden, muss ich sagen, hat mir das Spiel Spaß gemacht, ja. Kaum zu fassen, Modern Warfare 3 hat mir Spaß gemacht. Ja, der Grund, warum ich hier den Anfang beschleunigt habe, liegt daran, dass der Anfang total verkackt war. Aber ab jetzt geht das Gameplay eigentlich so richtig los und ja, der Endscore ist deshalb auch nicht der beste, weil ich da am Anfang ein bisschen verkackt habe. Aber ja, das wird noch besser, versprochen. Und ja, ich habe am Sonntag richtig übel krasse Gameplays erzockt. Ich habe ein 42-4, ein 42-2, ein 46-4 und lauter solche Dinge. Ein 38-5, 35-5. Also ich hab wirklich über, was weiß ich, 10, 15 Gameplays erspielt. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt meine Gameplays hier richtig gut aufgefüllt und kann jetzt auch in Zukunft wieder Gameplays von mir bringen. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht und dass ich jetzt Modern Warfare 3 auch wieder öfters zocken. Also es ist echt besser geworden mit den Patches und ja, ein Kumpel meinte einfach von mir, ich soll mal mich ein bisschen an das Spiel gewöhnen und eine Chance geben. Und ja, ich habe es dann jetzt einfach einen Tag lang versucht, habe am Anfang total abgekackt, aber ja, hat sich alles zum Guten gewendet, ne? Ja, hier bekomme ich jetzt auch schon meinen Reaper. Ich glaube, das ist der erste. Ich bekomme in dem Gameplay 2 Stück. Und ja, ein sehr schnelles Gameplay, das auch schon so gut wie wieder vorbei ist. Und an alle, die von Black Ops überzeugt sind und Modern Warfare 3 nicht so gut finden, versucht mal das Perk Stalker. Also Stalker als drittes Perk kann ich euch nur empfehlen. Vor allem, ja, es macht irgendwie sehr viel Spaß und es macht das ganze Spiel auch irgendwie ein bisschen aggressiver und man kann damit viel besser washen. Und ja, Stalker auf jeden Fall ein richtig geiles Perk. Ich habe jetzt hier meine Drohne rausgehaut und ja, krieg dann glaube ich auch hier gleich nochmal meine Cobra, müsste das eigentlich nochmal sein, glaube ich, oder ja, doch, hier kommt die Cobra und ich aktiviere jetzt nochmal meinen ersten Reaper. Und der Grund, warum ich den Reaper nicht direkt aktiviert habe, war, weil ich wusste, dass da noch was geht. Und ja, ich habe den Reaper jetzt nach der Cobra aktiviert, weil die Cobra kann mir jetzt noch 2 Kills machen, was er auch macht. Und dann bekomme ich meinen nächsten Reaper, ja. Und unbedingt, wenn ihr so in so einer Situation seid, dann eure letzte Killstreak zünden. Denn wenn ihr die nicht zündet und ihr die Killstreak nochmal bekommt, ein zweites Mal, ist der erste Reaper weg. Das heißt, hätte ich jetzt hier gewartet und nicht meinen ersten Reaper gezündet, hätte ich meinen zweiten bekommen. Und ja, der erste wäre umsonst gewesen. Nun gut, Leute, das Gameplay ist so gut wie vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft kommen sicher ein bisschen mehr Modern Warfare 3 Gameplays. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Huh?